Ja, du sollst mit Staubsauger durchfeuern und. Ja, ich glaube auch. Ja, Fenster putzen, Müll rausbringen, Essen kochen, aufwaschen. Wir brauchen auf jeden Fall was zu futtern. Ach, wir hätten auch das Ding essen können. Ja, scheißegal. Boah, macht mich da gerade sauer, ey. Jetzt bist du wieder am Dach angekommen und hier ist nichts. Ich sehe gerade, ja. Wir haben hier oben in den Kisten ja auch nur den ganzen Scheiß drin. Ja, ich glaube, da ist auch noch was. Ja, da ist ein Haufen Munition und nein, nicht Munition. Waffen und Sprengstoffzeugs. Das ist ja wirklich noch alles voll Schockstäbe. Schockstäben spielt ja eh keiner. Ja, doch du. Ja, ich, aber sonst keiner. Weil ihr alle nicht wisst, wie lustig die sind. Was bringt es, wenn nicht lustig ist, aber nicht effektiv genug? Ist es auch. Jo, aber mit gewissen anderen Waffen ist man effektiver wie mit dem Schockstab. Ist mir egal. Spätestens wenn deine Ausdauer weg ist, hast du ein Problem. Mir macht das Spaß. Wenn du die Mod drauf hast, dass die wegfliegen können. Klar, lustig ist es, gar keine Frage. Dann ist es auch effektiv, weil du die einfach dir vom Arsch halten kannst. Okay, wir brauchen wenn 10 Zombies auf Ammo kommen, klar, ich bringe da auch nichts mehr. Doch, weil die alle 10 gleichzeitig wegfliegen. Die fliegen zusammen weg. Oh, okay, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, die fliegen einzeln weg. Wenn die richtig Punkte auf einem Haufen sind, schockst du die alle gleichzeitig und lässt sie fliegen. Wenn ja, das ist nice. Ein bisschen ins Wasteland fahren und einfach mal da oben ein bisschen Blödsinn machen. Einfach halt mal ein bisschen was looten. Vielleicht finden wir irgendwas Schönes. Ich meine, wir haben es 13 Uhr. Ich habe noch ein bisschen Wasser vorbeigeprungen. Da können wir noch ein bisschen was machen. Aber vor um 10 will ich da auf jeden Fall raus, weil ich nicht unbedingt die Lust habe, da zu sterben. Wir brauchen Knochen. Das heißt, ich gehe mal auf Knochenjagd. Habe ich genug Munition dabei? Okay, nein, so nicht. Wo du auf jeden Fall hinfahren kannst, ist auf jeden Fall Schneegebiet, weil da ja die meisten Bären sind. Ach, sind da am meisten Bären? Soweit wie ich weiß, sind dort die meisten Bären und dann die Berglöwen oder wie die heißen. Weil ich wäre jetzt ins Wasteland gefahren, weil da trifft man ja alle 5 Meter auf eine Gisela. Ja gut, ich meine, klar, die sind halt stärker. Ich weiß halt nicht, ob du da mehr rauskriegst, mehr Knochen als von so einem normalen Bär. Ne, glaube ich nicht. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich auch nicht, ja. Die normalen Bären, die sind halt leichter. Und kommt halt nur drauf an, was du willst. Willst du eher vergammeltes Fleisch oder dieses normale Fleisch, was dir wichtiger ist? Oh, das ist mir eigentlich egal. Gammelfleisch ist im Moment sogar eigentlich wichtiger, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich habe hier noch Dinger. Ja, was macht denn der Zombie? Das kam bei normal. Können wir treten. Super kann Raum. Ich hab hier voll geil festgepackten Zombie. Der steht da mit so einem Arm nach oben. Und bewegt sich einfach nicht. Wie geil ist das denn? Ach, jetzt bewegt er sich wieder. Ich habe ihm das Leben gerettet. Um ihn zu töten. Wollte Munition mitnehmen? Scheiße. Ich glaube, du wolltest Munition mitnehmen. Ja, ich glaube auch. Wenn ich mich so recht erinnern kann. So ganz dunkel kann ich mich da an was erinnern. Ach, geht auch ohne. Na gut, das habe ich stark gedacht. Dass da so 1000 Schuss oder 2000 Schuss reichen. Reifendeckel, die war schneller leer, wie ich gucken konnte. M60 frisst die Munition. Apropos, kann ich noch welche in Auftrag geben? Jawoll.
Du kannst auch, wenn du das möchtest, auch vorne bei uns in die Kisten dann immer mal reingucken. Also ich fange jetzt schon langsam an, die da Zeug reinzutun. Vorne? Welch? Achso. Gleich, wenn du halt reinkommst, gleich gerade hin drauf zu, die Wand halt. Ah, okay, alles klar. Da tue ich jetzt halt immer so das rein, was ich jetzt finde. Okay. Vielleicht ist halt auch mal was drin, wo du was brauchst. Munitionherstellung auf jeden Fall, ja. Das ist gut. Nee, wir fahren falsch. Aber wir können auch nebenbei, was wir mit machen können. Jeden paar alte Autos abbauen. Ja gut, brauchen wir das eigentlich? Eigentlich, keine Ahnung, wir haben eigentlich so viel Zeug, so viel Scheiße davon. Also wir machen so Autos, bauen wir nicht auseinander. Wir gucken aber, dass wir hier so an Straßen so irgendwas looten können. Müssen wir bloß mal gucken, dass wir wieder auf die Straße kommen. Müssen wir mal ein bisschen was looten können. Vielleicht kriegen wir ja wirklich mal die eine oder andere Drohne oder irgend sowas Schönes. So. Du musst einfach mal ein bisschen durch die Hütte ballern und schon kriegst du dann die letzten zwei Viecher angezeigt. Ich raste auch komplett aus hier. Boah, das ist jetzt. Dafür renne ich jetzt gefühlt eine Stunde hier durch die Scheißhütte, ey. Ist alles abgeschlossen, ey. Warte, Moment. Soll ich in Zukunft panzerbrechende Munition machen, wo ich machen kann, oder normale? Welche bevorzugen ihr? Ist doch egal. Es kommt halt immer drauf an, wie teuer es ist, ob wir es uns leisten können und und ob die halt um einiges besser ist. Ich meine, wenn die jetzt auch mal bloß um eben 2% besser ist. Macht die Waffe nur kaputt. Also so macht die Waffe schneller kaputt. Ja, der Vorteil ist, wenn zum Beispiel, so ist es durchschlagend im Gegensatz zu der normalen. Das heißt, wenn zwei Zombies hintereinander stehen, hat er mit einem Schuss zwei Zombies platt. Plus sie ist auch stärker von dem Dings her. Also ich brauche sie jetzt nicht zwingend für das, was ich an Waffen habe. Wenn ihr da habt, ja. Macht ruhig. Von der Dings her, von den Ressourcen her, sie braucht dieselbe Anzahl an Patronenhülsen. Sie braucht mehr Schießpulver und mehr Geschossspitzen. Das können wir aber beides farmen. Im Gegensatz zu den Patronenhülsen. Da die Patronenhülsen aber gleich bleiben bei der Anzahl, spielt das eigentlich weniger eine Rolle. Also ich sag mal, mir geht es darum, dass es sich halt lohnt. Also wenn ihr jetzt sagt, es lohnt sich nicht wirklich vom Schaden her, dann weiß ich nicht. Ich kann da mal sagen, was jetzt der Schaden ist. Also von ich meine, es muss sich aber halt dann auch rendieren, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du brauchst ja, wenn die Waffen schneller kaputt gehen, mehr Reparaturkits. Ob die so viel schneller kaputt gehen, weiß ich nicht. Also mir ist dann kein Unterschied aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen, wie schnell das dann, wie viel schneller das geht. Also ich kann da gerne auch mal den Schaden vorlesen, wenn du willst, und wo der Unterschied liegt. Also von der normalen, die hat Fernkampfschaden 47, Blockschaden 8. Die Panzerbrechende hat Fernkampfschaden 57, Rüstung des Ziels minus 50%, Zieldurchbohrung und Blockschaden 10. Blockschaden ist ja egal. Ja, Blockschaden ist egal. Sie verringert halt die Rüstung
vom Gegner um 50%, plus er hat 10 Fernkampfschaden mehr. 57 statt 47, plus das Ziel durch Sporen tut, das heißt, wenn mehrere hintereinander stehen, kannst du mit einem Schuss mehrere Leute glatt machen. Also ich bevorzuge Panzerbrechen, deswegen freue ich. Wenn ihr sagt, ihr bevorzugt die normale, dann stelle ich auch normale her. Mir ist das egal. Ich nehme lieber normale. Ich würde vielleicht einen Mix aus beiden machen. Okay, dann gucke ich, dass von beidem immer genug da ist. Ich denke mal, vielleicht so Blutmundnacht ist es vielleicht besser, wenn die schneller kaputt gehen, schneller tot sind. Aber ich meine, wenn du jetzt mal so kleine Missionen machst oder durch die Stadt rennst und normale Zombies sind, da brauchst du ja nicht die Panzerbrechen unbedingt. Das stimmt. Also ich würde, wenn, versuchen, beides herzustellen. Na gut, dann mache ich beides. Weil von den 7,62 kann ich Panzer brechen, bei 9 mm, wer sieht jetzt gerade noch nicht. Muss ich kurz mal gucken. Ne, bei 9 mm kann ich noch kein Panzer brechen machen. Und Magnum kann ich auch schon Panzer brechen machen. Ja, wie gesagt, dann mach also, versuch also ein bisschen Mischmasch. Ich versuch einen Mix draus zu machen, genau. Geschossspitzen. Oh, das dauert, das wird jetzt laut. Was haben wir dann da? Wow, hier gibt's ja gar nichts. Gibt's hier nicht mal ein Loot oder so? Ach, hier geht's noch ein Stückchen höher. Komm schon! Man kann sich ja nicht mal ducken, ey. Schade. Ach Mann! Mach doch mal das, was ich will. Ja gut, also Schätzchen hat für mich was hier im Angebot, kann ich mir aber nicht leisten, weil mir da ein paar Euronen fehlen. Was hat es dann? Ein M60 auf Stufe 5. What the fuck? Wie viel kostet das Scheißding? 29.160. Wie viel hast du? 18.000. Warte, 18, 9, du brauchst ja noch 10.000. In der 11.000, oder? Ist egal, krieg ich zusammen. Kann man machen. Da ist ja nicht in der Base einiges, sondern in der Base da ist also Interessor ist da auch noch Haufen Silber und Gold. Ja, das stimmt. Ja, das Silber und Gold verklopp ich mal. Da kann man ja sonst eh nichts für nichts gebrauchen. Diamant Lossenmeier haben wir gesagt. Wo bist du da? Achso, ich sehe dich, Zartox. Ich komme zu dir. Ich mach gerade aber eine Mission erstmal. Mach nur, du bist 3 Kilometer weg, da dauert eine Zeit lang, bis ich da bin. So. Aber eine Compound-Armbrust-Stufe 5 nochmal, falls sie irgendeiner benutzt. Nö, ist unser Zombie verpackt. Wieso sind denn bei mir hier die ganzen Zombies verpackt? Keine Ahnung. Mir ist gerade alles verpackt irgendwie. Bei mir steht das hier auch schon, das spielen jetzt auch gerade im Ödland. Hier stehen auch 2 Zombies wie vorher schon in dem grünen Gebiet. 2 Zombies so, die gehen ein bisschen in die Knie und Arme so nach oben. Jetzt habe ich vorhin schon einen Zombie und jetzt habe ich hier wieder 2 Zombies, die hier einfach mal so rumstehen. Ich meine, klar, mir soll es egal sein. Ich meine, dann lassen die Zombies mich in Ruhe. Gut, das stimmt. Was ist hier der nächste? Wartet mal.
Junge. Nervt mich doch nicht mit Essen und Trinken. Hab ich hier auch gerade bei mir. So Zombies, die sich überhaupt nicht bewegen. Ja, ich habe hier wieder einen. Ich wollte gerade ein Bild machen, wollte das in die Gruppe schicken, aber wenn ihr das auch gerade seht. Wenn ich den Server neu starten soll, müssen da Bescheid sagen. Die stehen echt so da, so. Ich meine, es ist zwar cool, die bewegen sich nicht. Ich meine, du kannst alles in Ruhe machen. Und wenn du die aber schlagen tust, dann bewegen die sich wieder nochmal. Ja, aber irgendwie leckt es gerade bei mir auch alles. Nicht nur die Zombies, alles ist irgendwie gerade komisch. Okay, gut, na, da muss ich sagen, da habe ich keine Probleme. Lecken tut es bei mir jetzt gar nicht. Aber nee, halt wirklich so, dass die bei mir halt wirklich so da stehen, so leicht geknickt, so Arme nach oben. Vielleicht muss ich auch einfach mein Spiel neu starten. Nee, das wird schon an den Server liegen, denke ich mal. Ich meine, das hatte ich ja vor uns auch so mit diesem Wort zurückgezieht, das was ihr ja nicht hattet. Hier wo gerade Big Mama, bei der gerade genau dasselbe, also die bewegen sich anscheinend alle irgendwie nicht. Vielleicht läuft man hier rum und hat schon so eine ganze Zombie-Invasion hinter sich. Ja, hier steht der nächste Zombie, ich fahr gerade in die Stadt rein, hier steht schon der nächste Zombie so rum. Ich beschwer mich nicht, ne? Ja, meine ich ja, gell, also ich beschwer mich da jetzt auch nicht, ich meine, ich kann hier in Ruhe looten. Die jetzt die Zombies jetzt umbringen wegen der EP, ich meine, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich meine, EP kriegst du so oder so immer genug. Ey, das ist weird. Ich habe jetzt zweimal hintereinander den Bauplan für den Fahrzeugsitzplatz-Mod gefunden. Ja, ist doch geil. Ja, geil, aber das ist weird. Irgendwas läuft hier gerade zu unserem Vorteil ab. Da beschwere ich mich nicht. Wenn ich den Server neu starten soll, sagen Bescheid. Ey, wir werden in der Quest. Nee, dann geht das nicht. Okay, hier bewegt sich wirklich gar kein Zombie mehr. Ja, bei mir auch nicht. Die stehen wirklich alle so da. Noch 1 Kilometer. Ich meine, geil wär's. Ich meine, du könntest jetzt hier alles looten, gell? Und die Quests ist halt auch kacke, weil du sie nicht richtig findest. Mahlzeit. Hi. Servus. Und wie geht's euch? Soweit, so gut. Und selbst? Ja, mir auch. Boah, wieso ist hier alles so zugelegt? Ich fahr nur mein Motorrad zu Schrott. Wo seid ihr gerade? Ich bin in Wasteland. Wollte gerade sagen, das klingt wie Wasteland, ne? Ich habe Kettensäge Stufe 6 gefunden im Auto. Im normalen oder Polizei? Im normalen. What the fuck? Junge, hier ist ja gar nichts los. Was ist denn für eine Quest, Junge? Ja, sag doch, für die Quest ist das halt jetzt echt kacke, dass die alle nur rumstehen. Weil hier steht nichts rum, hier ist ja nicht mal irgendwas. Boah, ich bin ja auch nicht, und trotzdem steht aber säubere. Wie willst du säubern, wenn nix da ist? Seid ihr in einem Militärcamp? Nee. Weil. In der Kathedrale. Ah, okay. Weil ich hatte das gestern mit meiner Frau. Da gibt's so einen komischen Bunker, den hab ich nicht aufgekriegt, ne? Und ich hab die ganze Zeit geguckt. Weil wir sollten dort unten, sollten wir noch säubern und konnten aber nicht säubern. Und da musstest du ein Licht wegklopfen, damit du die Tür öffnen kannst. Hey, musst du so ein rotes Licht wegnehmen, damit du die Tür öffnen kannst. Aber weißt du, was cool ist? Ich kann jetzt mal Zardox noch mit hinzunehmen. Genau. Als Verbündeten. Das Coole ist, wir haben ja gerade ein anderes Problem. Unsere Zombies bewegen sich nicht mehr. Also ich find's gerade geil. Ich bin im Wasteland und kann Fleisch farmen und Knochen. Ohne dass alle auf mich stürmen, wenn ich. Ja, ich loote hier auch gerade Autos und alles drum und dran. Das Problem ist, ich hab keinen Platz mehr. Ich hab keinen Platz mehr. Kommt mir gerade verdammt gelegen, er leckt mich am Arsch. Ich hab gerade eine Erdbohrer Stufe 6 noch gefunden. Sprich, man kann jetzt keine Quests groß machen, oder was? Ich hab noch eine Erdbohrer Stufe 6 gefunden. Okay, irgendwas stimmt, läuft hier gerade wirklich zu unserem Vorteil ab. Jo,
aber das stimmt hier gerade gar nicht. Ich finde hier nicht einen Gegner. Nee, ich auch nicht. Uns ist halt aber säubern. Wenn hier nichts ist, kann ich die säubern. Ich mach mal zum Sammelplatz, mal gucken, was bei mir kommt. Also hier ist wirklich nichts. Ich habe die Quest hier angenommen, säubere das Gebiet, aber hier ist keiner. Ja. Die komplette Quest ist leer. Ja. Wie gesagt, sobald ich neu starten soll, der Server sagen Bescheid. Ja, vielleicht findet er ja gleich noch 10, 20 Waffen Stufe 6 oder so. Wenn du noch ein paar Minuten warten kannst, ist dann mein. Wie gesagt, ich mach nix ohne eure Rückmeldung. Solange er nichts sahen, mache ich nichts. In 2,5 Stunden fährt er eh einen Euro, ne? Aber wenn ich es ja trotzdem kacke gerade. Ja, du kannst aber auch. Gestern habe ich auch eine Mission gehabt. Automatische Schrotflinte Stufe 6. Die konnte ich annehmen. Und dann hat er mir aber irgendwas gesagt, ja, nö. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Wir kriegen viel zu krassen Loot gerade. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Das ist irgendwie. Also ich habe gestern eine Quest angenommen, die war in der Nähe von der Base. Da waren auch, keine Ahnung, 5 Millionen Stacheldinger hier, weißt du? Diese Holzfallen. Oh, hier ist keiner. Mm-mm. Und die waren dann auf einmal weg und dann hat er gemeint, nö, du darfst die Quest nicht machen. Halt, ich muss doch erst. Was will ich denn hier? Ich habe auch den Knopf gedrückt, dass die Tür aufgeht und sie ist trotzdem verschlossen. Irgendwas halt hier wirklich. Ich habe noch eine Kettensäge Stufe 6. Ja, hier stimmt was nicht. Das ist der Stadtel über 9. Die Türen gehen auch nicht auf. Du kannst die Knöpfe. Ja, Stadtel über 9, bevor der dann noch. Weiß ich nicht, ich meine, das ist ja geil, dass der krassen Scheiß findet, aber das ist nicht so. Ja, das macht ja auch Spaß. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Soll ich nochmal schnell versuchen, hier eine Quest anzunehmen? Ich geh schon mal raus. Ja, geh du schon mal raus, weil dann resettet sich das ja eigentlich. Das ist hier für mich, das ist ja, weiß ich nicht. Ich finde das ja geil, ne, aber so viel hintereinander. Ich kann die Quest gar nicht annehmen. Das ist wirklich. Na gut, ich starte mal neu. Dauert jetzt ein paar Minuten, bis er. Warte, ich muss mich erstmal inloggen. Warte. Ich muss mich erstmal inloggen. Also von daher, ich sag. Sag bevor du neu startest, dann wirklich mich ja, voll aus. Ja, also ich sag. Ich kann hier echt nicht. Ich kann gar nicht die Quest aktivieren. Ist das auch meine? Ach nee, ich habe ja gar keine Quest. Das ist noch geiler. Nur für 3 abholen. Ich weiß nicht, wen die gehört. Bin aus dem Spiel raus. Wie gesagt, sagst dann auch, dass ich noch offen. Gut, das soll auf dem Motorrad halt sitzen und nicht dass also, dann hier auf jemand dann 20 Zombies neben mir sitzen und ich muss stehen und ich muss dann losrennen. Ich kann ihn jetzt neu starten, sagen Bescheid, wenn jeder weg ist. Also ich bin raus aus dem Server. Okay, ich bin auch raus. Ich weiß nicht, Shanox, das war deine Dings, ne? Was? Du hast eine Stufe 3 Quest. Kann sein. Ich weiß nicht, ob du Bock hättest auf die Quest, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen westend. Ich mache jetzt nochmal ein Heim, mich nackt machen. Ja, genau. Und mach nochmal ein bisschen Wasteland, dann ein bisschen looten. Okay, ich warte dann bis Tages wieder. Mal nachts looten. Ja. Wo sind meine. Warte mal, Zartox, wo bist du? Wo ist denn Zartox? Ich bin hier. Wo war der Händler gewesen, wo so. Warte, ich komm zu dir erstmal. Bleieisen. Oh, ein Hund, den hol ich mit. Ich gehe erstmal zum Händler, da bin ich erstmal safe. So, dann hol ich mir jetzt hier eine Quest. Na, du machst mal eine mit. Ja, ne, wir können doch zu zweit machen. Tamara. Dann komm her. Abholen, säubern. Hier 155. Akzeptiert. Get a job done. Wieso komme ich hier nicht durch? Wo ist jetzt mein Moped hier? So, deine Quest ist welche, Tamara? Ja, wo ich stehe.
Kann ja dann nur die andere Stufe 3 abholen sein, ne? Abholen, säubern. Abholen, säubern, genau. Weil ich habe ja noch Stufe 1 Quests. Ne, auch Stufe 3 mittlerweile. Oh. Nein! Boah, ich bin doch zu doof, zu einer Muppe zu fahren, ey. Was hast du gesagt? Zeit, dass du es lernst. Ja, der Mofa in Schweden hat ja auch keine 2 Minuten gehalten. Ja, weil du in die Luft gejagt hast. Das wäre auch ohne meine Hilfe in die Luft gejagt. Wo bist du? In dem Gebäude, oder? Ja, eigentlich war hier eine Quest, aber die ist jetzt halt nicht mehr. Ah, da musst du jetzt nochmal bei der Händler, oder? Ne, warte, ich muss den Sammelpunkt wieder aktivieren. Ja, ich kann die Quest wieder machen. Ich war auch mittendrin. Oh, ich hab Drohnen. Das ist ja cool. Ganz einfach. Ja. Nur ich hab eine, glaub ich. Ach, nur Junge, du? Hör doch mal auf, mich hier anzuspringen. Glaub ich. Hast du sie gefunden, oder was? Die hat David von Zardox gekriegt und David hat sie mir geschenkt. Ah. Ein guter. Weil ich meine, warte, ich geb dir mal noch das Geld. Kann ich jetzt gar nicht. Ich will jetzt die Quest machen. Alles klar. Ich komm mit. Ich hab jetzt, also ich sehe irgendwie noch nicht mal Zombies hier rumlatschen, aber was ich jetzt gerade noch gefunden habe, Auto Knoche Stufe 6. Aufpassen, Boden bricht ein. Es ist zu spät. Ja gut. Ich säubere hier unten alles. Ich kann zwar die Quest jetzt nicht mit dir zusammen, aber zählt ja trotzdem, wenn ich säubere, oder? Oder dir helfen. Oh. Das weiß ich nicht. Ja, das zählt natürlich. Ist die geflohen, ach, hier. Oh, ich sehe doch wieder einen Zombie, ich dachte schon. Ich bin ganz alleine hier. Ach, hier ist er gleich noch mehr zum Looten. Ach, hey, Emine. Seite, wo vielleicht öfters mal looten gehen. Voll. Bin voll. Okay, ich will jetzt nicht wissen, was hier unten alles kommt. Geh nachschauen. Hast du noch Platz? Hier ist noch eine Stufe 6 Pistole. Hab ich. Wo bist du? Da hinten an dem Tresor. Ja. Und deiner Drohne ist so kein Platz mehr? Bisschen. Aber die ist nur für Essen und Medizin. Ah, okay. Ja, ist gut, Madame. Also hier unten ist dann der Hauptloot, ne? Mhm. Da hinten, ich denke, hier unten geht's ab. Mal gucken. Ja, da haben wir doch wenigstens guten Loot gekriegt, sehr schön. Gott, was ist das hier für ein großes Gebäude? Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo ich hier bin. Ich ahne es, aber ich höre Leute. Aber ich frage mich, brauche ich denn dann eigentlich? Warte mal, wie komme ich denn jetzt Axt? Da? Axt, wo bin ich denn hin? Hallo? Welche Kettensäge? Brauchst du eigentlich keine Axt mehr, oder? Ich spawn ja eh noch nach dem anderen. Cool. So, ja. Oben oder unten? Oben? Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht Richtung Loot schieße, weil sonst ist er kaputt. Dann sammle ihn ein. Oh Gott, ist hier Party! Party hart! Oh Junge! Oh, hier war ein Auto! Ja, ja, hier ist Party, ja! Alter, ich liebe dieses Gewehr! Welches? M60! Achso. Aber kann das... Kann das sein, dass beim M60 der Schalter einfach keinen Sinn macht?
Weiß ich nicht, aber ich gebe an alle meine Waffen ohne Schalldämpfer. Ich mag Schalldämpfer nicht. Nee, meine Frau, die hat ja eine M60, die hat ja. Und die hat mit dem Schalldämpfer heute geschossen und die Zombies kamen trotzdem. Okay. Ich glaube, im Wasteland macht das keinen Unterschied. Nee, allgemein, das war nicht im Wasteland. Oh! Ah, okay. Braucht jemand einen Militärhelm, Stufe 6? Ich nicht. Ich kann Stahlhelm, Stufe 6. So, ach hier. Warte mal, hier sind meine Vorräte. Hier sind irgendwo zwei Leute, ich weiß nicht wo. Vielleicht ja, ich weiß auch nicht welche. Genau wo. Warte, das hört sich so. An zwei Leute, dann sind das wahrscheinlich mehr, oder? Ah, draußen! Ich schau immer so. Achso, zwei Zombies meinst du. Ja, wie kommen wir jetzt hier hoch? Ja, geht doch eine Leiter hoch durch die Luke. Der ist tot. Aber wir sind noch nicht fertig, ne? Nee, aber da unten ist ja nichts mehr. Also muss er irgendwo hier anders sein. Zum ja, dadurch, dass du die Tür eingeschlagen hast, sind wir gleich beim Hauptclub gewesen. Warte, hier ist auch irgendwo. Ich habe noch gerade einen gehört. Dann gehe ich ja wieder da rein, wo wir ursprünglich rein sind. Och, ey, ist jetzt hier. Ja, da ist doch eine Leiter, wo du... Ja, dann machen wir das erstmal so. Wir müssen jetzt sowieso erstmal gucken. Entschuldigung. Punkt an. Ja, ich wollte aber gleich. Unser Motorrad ist jetzt schon fast voll. So. Scheiße, ey. Na, ursprünglich sollten wir ja hier hoch. Und halt jetzt da hoch, das ist doch egal. Das klingt ziemlich nach Geier, ich hab keinen Bock. Da muss ich auf jeden Fall gucken. Geier zum Essen. Ah, hier. Habt ihr irgendwo einen Platz, wo ich mir eine private Truhe hinstellen kann? So eine kleine Kiste, wo ich meinen privaten Scheiß hin tun kann? Kann ich hier oben mit hinstellen, wo die... Eine von den leeren, wo noch da sind, und schreibst einfach privat und verriegelst die? Nee. Nee, die würde ich dann schon extra tun. Ich weiß ja nicht, oben, wo die Betten sind oder so. Okay, dafür war man schon... Oh, oben sind da allgemein noch Truhen. Da oben ist eine noch. Aber wo? Ja, das sollte doch alles weg, oder? Das bei den Rolltor, das sollte doch hier alles drinne weg. Ich meine da, wo... Irgendwo da oben, bei den Balkonen. Ich meine da, wo unsere Betten schlafen. Warte mal, da hinten kommen wir hoch, Klavisch. Komm jetzt hier. Würde ich mir erstmal in eine reinbauen und wenn sie dann irgendwann stört, ich meine, kann ich sie ja immer da noch wegnehmen. Halt einfach rein. Hier, Menschte? Ja, ich war ja bloß extra vorher. Nicht, dass ich die dann da hinstelle und dann. Und dann wird's einfach abgebaut. Oder angebrannt oder ich krieg auf die Fresse. Hör ihr welche, aber wo sind die zum Teufel?